Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir The Walking Dead Saints and Sinners auf der PlayStation VR diesmal. Ja, ihr habt ja schon die PC-Version gesehen, jetzt schauen wir uns die PlayStation VR-Version an von diesem coolen Adventure, Zombie-Adventure. Wir müssen verschiedene Quests erledigen. Es geht sehr brutal natürlich vonstatten mit Äxten und Knarren und alles. Ja, dieses Video ist diesmal gesponsert von Skydance Interactive. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr nett, beeinflusst aber wie immer natürlich nicht meine Meinung. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ihr das Spiel runterladen wollt, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke natürlich auch wie immer an meine Patreon-Sponsoren Woodgirls VR, Opperman Events, Andy de Felser, VR Ambassador und Alpha Blend Interactive. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute, willkommen zurück im Spiel. Oder ja, zurück kann man ja sagen, weil ich habe das Ganze ja schon mal auf dem PC getestet. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das denn auf der PlayStation aussieht. Logischerweise haben wir kein 360-Grad-Tracking. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier rumdrehe, dann sagt er, bitte halte das wieder nach vorne. Das kennen wir ja. So, wir schauen uns mal kurz die Optionen an. Reduzierung von Übelkeit, Vignetten deaktivieren. Das hier ist schon wieder echt komisch, dass das hier überlappt. Also da kriege ich dann schon wieder ein Hörnchen, dass das hier nicht richtig ausgerichtet ist. Handausrichtung, Pause durchhalten, Tastwahrnehmung deaktivieren, Tastenbelegung. Das kriegen wir sicherlich alles erklärt, hoffe ich mal. Audio, ich mache hier wie immer die Lautstärke der Musik aus wegen Copyright. So, was mir als erstes schon mal auf den Keks gegangen ist, das muss ich direkt sagen, sind die langen Ladezeiten. Ich habe gerade wirklich lange gewartet, bis ich das hier überhaupt sehen konnte. Als zweites fällt mir auf, dass die Texturen also schon ordentlich reduziert wurden im Gegensatz zur PC-Version. Das muss man halt einfach sagen, hier unten, das ist sehr, sehr matschig. Nun, egal, wir gehen mal auf ein neues Spiel. I'm ready. I'm ready. Frauenstimme ist schöner, ne? So, einmal tauschen die Controller, die sind falsch rum. So. Ist mir schnurz die Hautfarbe. Neues Spiel starten. Hoffentlich, wenn das jetzt schon wieder so lang lädt. Oh no. Tipp, schau dir Gegenstände genau an, um ihre Kurzinfo zu lesen. Selbst Schrott lässt sich oft in nützliche Bestandteile zerlegen, mit denen du neue Gegenstände fertigen kannst. Ah, okay. Halte die VR-Headset zurücksetzen, Aktion gedrückt und deine aktuelle. Okay, so schnell kann ich nicht lesen. Okay, wir lernen tatsächlich die Grundlagen jetzt, das ist gut. So, greif an deine linke Hüfte und nimm die Waffe aus dem Holster. Ja, das ist schon mal gut. So, hier haben wir das. Kennen wir ja schon, ne? Dann sehen wir hier die ganzen Werte. Bindung. Verwertbares Material, was wir dann halt bekommen, wenn wir das zerstören. So. Das ist auch gut. Ich führe die Waffe in den Holster zurück. Und lass los. Okay, das funktioniert ja schon mal hervorragend. Ah, okay, wir müssen die Taste drücken. Hebe die Hand zur rechten Schulter. Und greife die große Waffe. Jawohl, oh. Führe die große Waffe über dieselbe Schulter und lasse los. Okay, hier können wir auch mit beiden triggern. Das sieht ganz gut aus, genau. Hebe die Hand zur linken Schulter und greife nach dem Rucksack. Genau, und hier haben wir ja jetzt den Inventarmodus. Nimm Nahrung aus deinem Rucksack und führe sie zu deinem Mund. Yum, 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 yum. Nimm einen Verband aus deinem Rucksack. Das ist halt richtig cool gemacht, ne? Oh, das funktioniert sogar mit den Move-Controllern gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zur rechten Seite. Genau. Karte haben wir ja hier oben, ne? Angeheftete Baupläne. Ah, ne, hier ist die Karte. Genau. Vitalwerte. Wunderbar. Wege die Hand zur linken Seite und greife Taschenlampe. Drücke die Dreiecktaste. Ja.
Stimmt, wir müssen ja immer schütteln. Genau. Zack. Zeit für ein paar Kämpfe. Jawohl. Na, dann komm mal ran, Junge. Drücke die Move-Taste, um dich in die Richtung zu. Ah ja, das ist. Okay, nimm das Knastmesser. Durchstich das Gehirn. Ja, gerne, gerne, gerne. Jawohl. So, zumindest von der Steuerung, ist es natürlich tatsächlich gar nicht so übel, muss ich sagen. Jetzt bedenken, dass wir mit dem Move-Control anzocken. Okay. Waffe kaputt. Das ist natürlich. So, weiter zum nächsten Bereich. Kann ich mich hier drehen? Ah, okay. Wir können uns links und rechts drehen mit den Tasten. Das geht auch. Ach, das ist eine ganz feine Sache. Ja, das kennen wir noch. Das Spiel ist schon echt übel. Also jedes Mal wieder geil, ne? Wie übelst brutal das ist. Na, komm schon. Na, okay, hier merkt man dann doch schon ein bisschen das Tracking von dem Controller. Das kommt hier nicht mehr so ganz klar. Nee, das müsste ja. Ja! Komm schon! Jetzt ist aber. Jawohl! Kaputt. Also hier habe ich jetzt schon gemerkt, dass das mit dem Tracking ein bisschen schlechter geht natürlich. Vor allem, wenn du die halt so voreinander hältst, dann ist es halt nun mal so. Schüttle Streune ab, wenn sie dich packen. Weg mit dir! Ha! So, wenn wir jetzt hier links und rechts drehen, dann sehen wir diese Vignette. Das soll Übelkeit vorbeugen, nicht hervorrufen. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Schießt die Pistole ab. Okay, das klappt. Nimm die Schachtel und stecke sie in deinem Gürtel. Wunderbar. Munition auswerfen. Oh ja. Oh, doch, das. Ich will die aber nicht ablegen. So. So, bis jetzt doch. Ich muss sagen, das funktioniert. Ich meine, die Grafik ist tatsächlich nicht so geil. Das Tracking ist ein Tick nerviger. Du musst halt stehen bleiben. Du kannst dich nicht einfach mal umdrehen. Aber das ist halt so bei der PlayStation VR, ne? Now that you've seen all there is to see, would you like to exit the combat? Ja. Well, have at it then. Was ist mit dir, Junge? Now that you've seen all there is to see. Ich krieg jedes Mal ein Hörnchen. Das ist doch die richtige Taste, die ich jetzt hier drücke. Are you sure about that? Hot damn, would you look at that? Okay, du Just musst remember, das gedrückt halten. Them walkers out there ain't gonna treat you as kindly as the ones in here. So, wunderbar. Doch, gefällt mir soweit ganz gut. Das hier steht, Tipp zum Durchstechen des Schildes ist ein großer Bewegungsradius nötig. Und das ist halt ein bisschen zäh mit diesem Tracking von den Move-Controllern, finde ich. Wenn du da große Bewegungen machst, das fühlt sich halt irgendwie an, als wenn das so schleift, irgendwie so verzögert ist. Keine Ahnung. Well, well, I'll be damned. The tourist.
in the flesh. Oh, stories about you been buzzing all over the bayou. Word has even reached Nola. Yeah. But if the city's where you're headed, well, I suspect your story is just beginning. Here's a friendly warning. One lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the Big Easy. Ah, das kennen wir ja noch. Also es ist schön gemacht auf jeden Fall. There is a war brewing. The tower on one side, looming on the horizon, high and mighty, spouting their all-for-one ideals and shunning any folks who don't be towing the line. Wunderbar. Also ich finde schon, dass du auf der PlayStation 4 jetzt, also Pro habe ich ja, dass du da durchaus was Schönes rausgeholt haben. Da kann man ja wirklich those nicht meckern. Those reclaimed renegades are on the other, making everyone's skin crawl with their horror show tactics. Guck nicht. And the powder keg that's gonna make the whole city blow? The reserve. I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies from when the flood to end all floods hit in an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. And before they could figure it out, the dead started walking. Ooh, the dead started walking. All that weißt du Bescheid? All those meds. Military grade weapons and ammo to boot. Untouched. Hidden. Ooh. So. Yeah. And guess who's close to unearthing the mother load? That's right. You're looking at him. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. Okay, I'm there free would to be a 50-50 split in your future. Nah, I ain't greedy. And I ain't no fool. Sehr, sehr schön halt gemacht, ne? Kann man halt nur nochmal sagen. Give it a ponder, tourist. You just might be what this sinking city needs to keep his head above water. But then again, maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. Ich mag solche atmosphärischen Spiele halt sehr, sehr gerne. Oh, Kacke. Ja, ja. Hey, ey, ey. Und nun? Also ich sehe schwarz, ich weiß nicht, was ihr seht. Auch, ne? Genau. Das sieht nicht gut aus. Ah, jetzt. Oh, da stimmt ja wohl irgendwas nicht. Jetzt kommt's erst wieder. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber das sollten sie vielleicht dann mal. Ich meine, die Wartezeiten sind sowieso schon sehr lange und dann auch noch mit komischen schwarzen Bildschirmen. Nun gut. Boah, das ist schon. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch, das wisst ihr ja.
Mich nervt es halt, aber das reißt mich halt schon immer ziemlich aus der Immersion raus, diese langen Ladezeiten. Naja, immerhin ist das Spiel geil, ne? Das ist ja schon mal was. Du schaffst es. Ja! Komm schon! Jetzt höre ich was. Wunderbar. Ja. Gefällt mir. Friedhoflauf. So, wir können jetzt hier natürlich wieder in unser Moment, in unser Tagebuch schauen. Haben dann hier diese Aufgabenliste. Und interessanterweise sieht das sehr scharf aus hier. Finde das Versteck des Alten. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es auf der PlayStation so gut lesbar ist. Das haben sie gut hingekriegt, doch. Ja, was mir übrigens gerade auffällt im Hintergrund, das hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Meine PlayStation, die quält sich gerade ab. Die ist so laut. Die läuft, glaube ich, gerade an der Grenze. Okay, hier können wir. Komm schon! Drücke die Dreieckstaste des rechten Controllers, um kleine in deiner Hand zu drehen. Genau. Da können wir jetzt so oder halt so zustechen, wie wir das auch immer wollen. Lege die Hand oben auf eine flache Oberfläche und drück nach unten, um drüber zu springen. Auch sehr, sehr gut gemacht übrigens. So. Oh. Zum Durchstechen des Schildes ist ein großer. Ja, das kennen wir ja schon, genau. Okay, doppelt drücken auf die Move-Taste, da können wir rennen. Ja, zack! Ins Auge! Wundervoll! Es ist halt schon brutal, ne? Aber das macht's ja gerade aus, so ein Zombie-Spiel, ja? Das brutal ist. Wir können die natürlich auch ausschalten, die Lampe, ne? Die müssen wir ja nicht anhaben. Genau. Fool. Such a. Da ist er. Damn fool. Oh, no more. Please. Time to make an example of the old man. We have let his transgressions slide for too long. Okay, track him down, carve him up, hobble him a bit, but let him live. JB would like to have a chat with him. He thinks he might be connected to the voice popping up on the airwaves from time to time, and you know how JB feels about competition. All ears should be tuning in to the Reclaimed. Relax, it's me. What happened to you? Now you show up. Oh, son of a bitch. Both sides. It came down on me. Same time. Slaughter. But I kept my mouth shut. He didn't get shit out of old Henri. Oh, do me a solid. The bus. All I got. All I've done. Don't let it go to waste. I'm begging you. Help the kid. Eat. Huh? A mom. I'm sorry. Tut mir leid. Aber es geht nicht anders. Der redet mir zu viel.
So. So, und hier sind wir jetzt halt an unserem Campingwagen. Das kennen wir ja schon. Aufgabe abgeschlossen, genau. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Die können wir uns direkt mal nehmen. Hier können wir unsere ganzen Sachen aufleveln. Krasser Pfeil. Alter, krass, der Pfeil. Krass. So, und hier müssen wir... Hallo? I had an inkling, and by God, I was spot on. The reserve, it's out there. It exists. This junk I found proves it. Still, so much work to be done. Stones have got to be overturned. Riddles that need solving. Waterfall and frequency 61 has to be connected to the reserve somehow. Command and control, I'm guessing. That's the next step. If I can get this blasted radio repaired, wonder if someone's still inside. As soon as my ankle feels steady, gonna take the skiff to that mansion in the Garden District. Miles and I recorded the Tipsy Blue record, the Blue Palace. It's my best shot at finding a microphone for the radio. Power is covered with the bus battery. Just got connected. Antenna too. Got encryption covered. Can't afford any eavesdroppers. So. Schrauben wir uns mal rein. So, jetzt sind wir am Tag 2. Creaky bones are rattling with excitement. So close. I can only imagine what might be in there. Club, meds, jetzt ist der Bus Aufgabe abgeschlossen. Hall of a lifetime. Set me up for a decade. Hier können wir Sachen hell, I'd even be willing to spend quasi recyceln. Und easier, da, was haben wir dann hier? Aber das habe ich ja alles euch schon gezeigt. Das ist ja jetzt kein Unterschied in der Version hier von der PlayStation. So, und jetzt müssen wir nämlich mal kurz schauen, wo wir hin müssen. Nimm das Boot und begib dich zur Untiefe. Suche in der blauen Villa nach einem Mikrofon. Ja. Zur Untiefe. Da. Genau. Das Boot. Wo? Genau, das Boot war... Wo war das nochmal? Ich glaube hier, ne? Nee. Fuck, wo war das Boot nochmal? Doch, hier war das. Da war's. Genau. Ja, Leute. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus, ne? Also, wir haben jetzt, also es ging mir vor allem natürlich darum, da zu schauen, wie das auf der PlayStation ist und wie das also läuft, wie das mit der Handhabung funktioniert, mit den Steuerungen, mit dem Tracking und alles. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen weiter schauen wollt auf der PlayStation, wie auf meinem englischen Kanal, den Link findet ihr unter dem Video. Und ansonsten gehen wir mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, The Walking Dead Saints and Sinners auf der PlayStation VR. Was soll ich sagen? Also ich hätte eigentlich genau mit dem gerechnet, was wir hier gesehen haben. Das ist immer das Übliche. Die Grafik ist etwas schlechter, die Steuerung ist ein bisschen fummeliger, weil du halt nicht das komplette Tracking oder so hast und kein Thumbstick. Aber um Gottes Willen, das tut dem Spiel keinen Abbruch. Also es macht wirklich auch auf der PlayStation VR Spaß. Und natürlich alle, die jetzt die ganze Zeit die PC Gameplays und so von mir oder von anderen gesehen haben, die haben natürlich jetzt gedacht, oh, ich würde das so gerne zocken auf der PlayStation VR. Und ja, ich kann euch natürlich Bestätigung geben, das macht auch auf der PlayStation VR Bock. Habt ihr gesehen? Das ist wirklich super. Ihr seht hier oben auch die Bewertungen, ja, die sind glanzleistungsmäßig. Für mich ist das in VR tatsächlich ein Pflichtspiel. Ja? Abgesehen von den Mängeln. Die Ladezeiten sind nervig, das Tracking ist ein bisschen nervig und halt die Grafik ist ein bisschen abgespeckt. Um Gottes Willen, das Spiel gibt natürlich trotzdem Daumen nach oben, ganz klar, ganz, ganz klar sogar. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Gameplay. Wenn ja, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben und abonniert mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de.